Es ist ein kleines Becken, in dem der tonnenschwere Orca warten muss. Direkt nebenan ein weiterer Wal, der ebenfalls eingesperrt ist. Kurz vorher mussten die Tiere noch Kunststücke zeigen und in einer Show für gute Laune sorgen. Es sind zwei Extreme, die aber eines eint. Sie haben rein gar nichts mit dem Leben der Schwertwale in freier Wildbahn zu tun. Also sie werden entweder ihrer Familie entzogen oder kommen eben in diese künstlichen Familiengruppen, die ja eigentlich gar nicht miteinander verwandt sind, können eben auch nicht jagen. Sie sind da ja eigentlich nur im Becken und schwimmen entweder im Kreis oder schwimmen auch gar nicht und lassen sich einfach nur an der Oberfläche treiben, was man so bei Orcas in freier Wildbahn eigentlich nie beobachten würde. Bis zu 160 Kilometer schwimmt ein Orca normalerweise pro Tag. Hier im Loro Parque auf Teneriffa ist das nicht einmal im Ansatz möglich. Seit Jahren schmückt sich der Tierpark mit seinen Orcas, aller Kritik zum Trotz. Sogar als vor 13 Jahren ein Trainer ums Leben kam, weil er von einem Wal unter Wasser gezogen wurde, hat die Parkleitung weiter an den Shows festgehalten. Ein ehemaliger Mitarbeiter erzählt uns, das hat damals niemand überrascht. Er hat mit den Walen trainiert. Ein Orca hatte zuerst mit ihm gespielt und dann packte er ihn plötzlich am Arm und zog ihn auf den Grund des Schwimmbeckens. Es ist nun einmal etwas anderes, einen Papagei zu trainieren, als einen Killerwal. Das sind wilde Tiere. Heute, 13 Jahre später, hegt die Familie des getöteten Trainers keinen Groll gegen die Killerwale. Ganz im Gegenteil. Mercedes Hernandez setzt sich seit dem Tod ihres Sohnes Alexis für die Freiheit der Tiere ein. Denn nicht nur auf Teneriffa sind Trainer ums Leben gekommen, auch in anderen Parks auf der Welt kam es immer wieder zu tödlichen Unfällen. Natürlich litten wir vom ersten Moment an unter dem Verlust von Alexis. Aber ebenso haben wir verstanden, dass diese Tiere so handeln, weil sie in Gefangenschaft leben und nicht dort, wo sie eigentlich sein müssten, im Ozean. Oft sind die bis zu 3.800 Kilogramm schweren Wale gestresst. Die Enge der Becken, der Lärm, all das setzt die Tiere unter Druck. Tierschützer fordern vor allem eine Abschaffung der Shows. Auch dieses Rumplatschen mit der Flosse, eigentlich ist es in der freien Wildbahn ein Aggressionsverhalten. Und da wird es ja bei denen komplett umstimuliert. Mercedes und ihr Sohn setzen sich seit dem tödlichen Unfall für die Befreiung der Wale ein. Allerdings ist der Loro Parque einer der größten Arbeitgeber auf Teneriffa. Der deutsche Gründer des Parks gilt als einflussreich. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass die Orca-Shows noch immer stattfinden. Auf unsere schriftliche Anfrage zu dem Unfall vor 13 Jahren haben die Parkbetreiber nicht reagiert.